Wir sind zurück mit dem Spiel des Jahres, Welt der Kriegskunst. Unser MMO, es ist richtig eingeschlagen wie eine Bombe, wir haben auch richtig viel investiert. 43 Millionen ist es jetzt noch im Minus. Und wir sind auch im Minus, mit minus 400.000. Und wie können wir da wieder rauskommen? Klar, wir könnten ein Add-on machen, kostet aber 19 Millionen, das haben wir gerade nicht. Das heißt, wir müssen jetzt auf ein unserer Cash-Cows aufspringen, aber selbst dafür haben wir kein Geld. Deswegen möchte ich hier und jetzt ganz offiziell anfragen bei der Code Blue Inc. Wie wäre es, wenn du mir einen Kredit gibst von 10 Millionen und du bekommst dann, sobald ich das Geld habe, ohne zeitliche Begrenzung, 12 Millionen zurück? 12 Millionen? 12 Millionen. Das ist durchaus eine Menge. Das ist durchaus eine Menge, aber 20% ohne zeitliche Begrenzung. Ich kann dir auch einfach eine Engine schenken. Nein, aber danke. Forschungshilfe, wie sieht's damit aus? Auch keine Forschungshilfe. 10 Millionen wieder haben. 10 Millionen. Wir könnten das auch anders machen. Wie denn? Du hast die Konsolenentwicklung noch nicht erforscht, oder? Nee. Ich könnte dir die Konsolenentwicklung geben. Du gibst mir 10 Millionen, das ist auch das, was du ausgeben müsstest dafür. Und du sparst dir dadurch die lange Entwicklungszeit. Das wäre mein Alternativvorschlag. Finde ich fair. Machen wir so. Okay, machen wir so. 10 Millionen für 10 Millionen. Ich müsste sie ja so oder so ausgeben. Und ich würde sie vermutlich auch demnächst ausgeben. Von und daher... Und müsstest es noch erforschen. Das heißt, Zeit... Ja, machen wir so. Du würdest halt eine Zeitersparnis haben. Sehr, sehr schön. Dann sage ich mal unterstützen, Forschungshilfe und dann Sonstiges. Und zwar... Ist nicht bei Sonstiges? Nee, bei... Doch, das ist bei Sonstiges. Sehr sicher. Das gibt es nicht bei mir. Ich wurde gescammt. Tatsächlich. Der Scam ist real. Bist du dir sicher, dass du das schon... Ja. Ich hab's dass du es noch nicht erforscht hast? Ja, ich bin mir sicher. Sonst machen wir die 12 Millionen, ist auch in Ordnung. Das ist sonst auch in Ordnung. Dann machen wir das mit den 12 Millionen. Man sieht es zum Glück bei mir. Ich habe hier keine Konsolensachen, die ich dir schenken kann. Aber ich könnte dir bei den Konsolen-Features könnte ich dir Sachen geben. Aber ich weiß natürlich nicht mehr den Wert. Nee, das weiß, glaube ich, keiner. Das weiß, glaube ich, sowieso keiner mehr. Das ist ja komisch, dass das jetzt nicht geht. Konsolen-Features oder bei der Hardware halt. Okay, spannend. Gut, dann machen wir es mit den 12 Millionen. Wir müssen noch bei Pause bleiben. Denn mit den 10 Millionen, die wir jetzt bekommen haben, muss ich natürlich jetzt direkt in eine Spielentwicklung reingehen. Und wir müssen jetzt eine Fortsetzung machen von einem Spiel, welches gut funktioniert hat. Und unser bestes Spiel, unsere beste IP ist tatsächlich Surf and Turf. Es gab seit 11 Jahren kein Spiel mehr. Und demnach würde ich sagen, Surf and Turf 4 braucht mal einen Nachfolger. Und zwar Surf and Turf 5 wird rauskommen. Endlich. Surf and Turf 5. Da warten die Fans seit Jahren auf Surf and Turf. Und jetzt werden sie erhört. Die Gebete, sie werden wahr. Surf and Turf 5 ja. Soll es kommen. Es wird ein Double-A-Titel. Triple-A können wir uns gerade nicht leisten. Und kaufen wir eine Lizenz? Das ist die Frage. Es gibt sogar wozu gebe ich dir eigentlich 10 Millionen? Erstmal eine Lizenz kaufen. Und wir kaufen die Lizenz auch. Wirklich? Ja, wir müssen jetzt wirklich mal ein bisschen investieren. Und das läuft natürlich auf einer Engine. Ja, muss auf unserer Roleplay-Engine laufen. Ich habe gerade nichts Besseres. Dann müssen wir vielleicht nochmal bei den Dev-Kits reinschauen, ob es da was gibt. Die Pony Game Station natürlich. Wir alle kennen sie. Und es gibt auch mittlerweile den Sieger Uranus. Und das wird ein Multiplattform-Spiel. Wir nehmen natürlich alles mit, was wir mitnehmen können. Auch der Sieger Uranus wird mitgenommen. Neue Anti-Cheat-Software wird auch nochmal rein investiert. Damit die Leute auch Spaß haben an dem Spiel. Ein neuer Kopierschutz, auch nicht unwichtig.
Und dann haben wir hier schon sehr viel richtig gemacht das letzte Mal. Gucken nochmal in die Fanbriefe rein bei Surf and Turf 4. Bessere Story, besseres Charakterdesign gewünscht. Das heißt, wir gehen hier 2 hoch, wir gehen hier 2 runter. Vielleicht ist das dann schon richtig. Und dann müssen wir auch nochmal in den Spielbericht reinschauen, wie es denn aussah mit dem Anteil. Wie wichtig ist denn hier Gameplay, Sound und Technik? Und tatsächlich haben wir bei Gameplay und Technik den größten Bedarf. Deswegen gucken wir, ob wir hier nochmal reingehen. Und dann brauchen wir hier auch nicht so viel investieren. Das ist gut. Nehmen alle geeigneten Features rein. Das sind zu viele Features leider. Das heißt, wir nehmen ein paar Features raus, die nicht so hundertprozentig wichtig sind. Und das sind vor allem welche, die ja, was brauchen wir hier nicht unbedingt? VR-Helm-Support brauchen wir nicht. Glaube ich. So, dann machen wir das so. Perfekt. Entwicklung starten. Surf and Turf 5 wird jetzt entwickelt, so langsam. Das ist gut. Und jetzt müssen wir natürlich noch ein paar hochwertige Grafiken und so da hinzufügen. Mhm. Aber Grafik ist nicht ganz so wichtig bei dem Spiel. Du landest vielleicht bei plus minus null, kann das sein? Könnte sein, könnte sein. Je nachdem, wie teuer das wird, obwohl du machst nur, in Anführungszeichen natürlich, ein Double-A-Titel. Ja, ich spare auch ein bisschen. Versuche ein bisschen zu sparen. Mhm. Es wird jetzt kein Top-Titel, denke ich mal. Aber wir brauchen halt einfach die Gewinnzone. Das ist das Wichtige. Ja. Brauchen die Gewinnzone. Und wir können weitermachen. Ich mache auf Start, ja? Let's go. Und mein MMO Welt der Kriegskunst. Im besten Fall wird Welt der Kriegskunst jetzt auch nochmal durch die Decke gehen, weil es Spiel des Jahres wurde. Und da dürfte es ja eigentlich nochmal klettern. Und da sehen wir es. Es klettert. Es klettert gut. Sehr, sehr schön. Wir zahlen auch noch ein bisschen zurück an die Bank, damit wir weniger Zinsen zahlen müssen. Versuchen die Zinsen ein bisschen zu drücken und damit auch die Kosten natürlich. Es ist einfach alles so verbuggt, ne? Es dauert so lange. 500 Bucks hat mein Dragon Quest schon. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Also, Bugs können die. Bugs können sie wirklich gut. Also, ich denke, das wird hier gleich vom Markt genommen. Fast and Furious. Entsprechend bauen wir uns das hier nicht weiter groß anschauen. Haben dadurch ein wenig mehr Platz für andere schöne Sachen. Nämlich für Treiberprobleme bei Surf and Turf, leider. Ich habe Angst. So, täglich auf die Nase die Silver Edition. Die braucht tatsächlich noch weitere Kopien. Mein MMO ist leider ein bisschen zu einfach. Die wollten schon ein richtig schweres Spiel haben, glaube ich. So, wir produzieren einfach mal. Wir produzieren einfach mal. Bei Star Trek sollten wir eventuell auch noch mal konsequent nachproduzieren. Ja. Noch irgendein Budget-Game vielleicht. Okay, Fast and Furious ist draußen. 24 Millionen Gewinn. Ganz stark. Wir haben jetzt immer noch
4 Spiele am Markt, die uns regelmäßiges Einkommen bringen. Und 2 Spiele sind sogar noch in der Produktion. Sehr schön. Hört sich gut an. So. Die sind hier noch nicht fertig, also werdet ihr jetzt mal ein wenig noch unterstützen. Nämlich, wo muss da? Sehr, sehr schön. Auch Uldur Skateboard noch mehr Produktionen. Die verkaufen hier durchaus solide, also die Verkaufszahlen lassen sich sehen. Island of Monkeys. Auf der 10. Gerade auf das gute alte Island of Monkeys. Wer kennt es nicht? Wer kennt es denn nicht? Oh, Motion Capturing ist durch. Das heißt, wir können jetzt auch noch. Dragon Quest wird richtig lange dauern, aber wir müssen. Wir müssen. Dragon Quest ist theoretisch schon im Polishing, aber Grafik fehlt noch, Sound fehlt noch und Motion Capturing. Oh, ach ja, und die Qualitätsverbesserungen sind auch noch nicht fertig. Also was du damit sagen willst, alles fehlt noch. Es fehlt noch alles. Also, ja. Aber meine Hoffnungen beruhen natürlich auf Star Trek. Mhm. Dass das darauf hier können sie auch beruhen. Fertig wird. So. So, die Hausbank hat sich gerade bei mir gemeldet. Was sagen sie? Wenn ich weiter im negativen Bereich bleibe, dann habe ich ein Problem. Dann haben wir aber ein Problem. Aber ich habe jetzt noch mal ein bisschen bei der Bank nachgelegt. Warte, ich. Ja, gut. Also die Bank, sie ist auf meiner Seite. Sie geben mir noch ein bisschen was. Sie geben dir noch eine Zeit. Da habe ich bei dir ja auch noch einen kleinen Kredit. Ja, ich bin ja schon wieder bei 34 Millionen. Also ich nehme ja ein. Millionchen, das ist ja nichts. Ich kann mir ja sogar Uldur's Gate konnte ich mir sogar leisten, weil das sonst kein Publisher haben wollte. Niemand wollte es vertreiben. Und ich habe gesagt, Uldur's Gate, diese IP, die vertreiben wir. Man muss ja auch manchmal den Indie-Entwicklern eine Chance geben. Genau, den kleinen Indie-Entwicklern hier. Blue Ocean übrigens. Und ich habe es auch eigentlich nur angenommen, weil sie Blue Ocean heißen. Weil ich gedacht habe, die Code Blue Ink muss der Blue Ocean auf jeden Fall helfen. Auf jeden Fall. Die haben jetzt schon mit mir eine Million verdient. Also ich bin schon ein kleiner Gönner hier. So, Welt der Kriegskunst tatsächlich mittlerweile nur noch bei minus 38 Millionen. Wenn das Ding noch viele Jahre läuft, dann haben wir irgendwann einen guten Bereich. Aber auch nur, wenn es noch Jahre läuft. Ich wollte gerade sagen, nur wenn es noch läuft. Okay, so, ihr unterstützt aktuell noch, aber ja, wir können endlich mal wieder in die Engines gehen. Ich traue mich gar nicht. Oh, wir müssen einmal kurz auf Pause machen. Einmal ganz kurz nochmal auf die Pause drücken. Denn Star Trek, das Königreich schlägt zurück, hat keine Kopien mehr. Und ich will ja was Sinnvolles hier tun, ausnahmsweise. Nämlich Geld verdienen. Boah, da können wir bestimmt nochmal 60.000 Stück drucken, ne? Können bestimmt nochmal 60.000 Stück drucken. 68 sogar. Und dann gehen wir hier auf jeden Fall noch in die Engine-Entwicklung. Wir machen weiter Engines. Sehr schön. Wir sind Engineers. Also Tech-Stufe. Ich komme bald Richtung Tech-Stufe 5, glaube ich. Also 600.000 kostet mich der ganze Spaß auch. Nicht verkehrt. Ich bin immer noch bei Tech-Stufe 4 bei meinen Spielen. Aber gerade kann ich auch nicht so super viel investieren. Also nach so einem AAA-Titel muss man auch was Kleineres raushauen. Aber der nächste Trend nennt sich Strategie. Der nächste Trend geht Richtung Strategie. Das ja, könnte Rollenspiele doch, sinken für dich leider ein bisschen im Trend. So. Nee, wir müssen glaube ich gerade gar nicht. Könnten Marktforschung, Spezialmarketing noch ein bisschen machen. Mhm. Uiuiuiui. Okay. Hier wird links und rechts produziert.
Und jetzt fehlt das hier schon wieder. Also. Kommt direkt nochmal 200.000 Stück hinterher. Wir haben jetzt schon 700.000 Stück von unserem Add-on verkauft. Also ich glaube, ich habe gleich mehr verkaufte Add-ons als verkaufte richtige Spiele. Na, das geht zum Glück nicht. Aber Even ziehen können die natürlich. Was richtig stark wäre. So, wo fehlt's denn hier noch? Hier fehlt's noch. Dann haben wir uns übernommen mit dem Add-on, mit dem MMO. Bist im positiven Bereich. Und das ist, was zählt. Du bist im positiven. Mit 19 Millionen Schulden bei der Bank und 10 Millionen da unten rechts ist die Zahl grün. Und das bedeutet, du bist im positiven. Fertig. Das Wichtige ist nur, dass die Bank nicht sagt, sie sind Game Over. Das ist das Einzige, was zählt gerade. Ja, bevor das passiert, bin ich doch an der Stelle noch. Also das wissen wir doch zu verhindern. Ich meine, sind die 13 Millionen nur bei der Bank oder bei mir und bei der Bank zusammen? Also zusammen seid ihr ungefähr bei 31 Millionen. Ei, hoch. Okay, ja, gut. Und das Spiel ist auch noch 37 Millionen minus, also da wissen wir auch, wo es herkommt. Und ich habe natürlich eine Menge Konsolenforschung auch schon gemacht, was auch schon eine ganze Menge Millionen gekostet hat. Ja, glaube ich. Aber Surf and Turf 5 muss natürlich einschlagen, wie eine Bombe. Aber es wird auch einschlagen. Surf and Turf 5 wird mich retten. Das sagen sie jetzt. Surf and Turf. Die sind noch nicht ganz so weit. Ich finde es gut, also, dass das klappt. Ich habe eben das Thema Steine. Jetzt haben wir das Thema Fahrrad. Das sind sehr schöne Spiele, die hier entwickelt werden. Und wir werden hier noch ein bisschen was hier rausholen müssen. Es wird auch nur ein mittlerer Messestand bei mir dieses Mal. Oh Mann. Das zeigt doch schon einiges. Und hier gehen wir auch nochmal hoch. Und der Fanshop wird betreut. Jeder Euro zählt. Jeder Euro zählt gerade. Jeder einzelne Cent zählt. Vorabversion. Komm, weiter geht's. Ihr seid durch. Seid ihr hier oben auch durch? Nein. Einmal noch. Das letzte noch. Der macht jetzt auch ein bisschen was, der Fanshop. Der macht Sachen. Was machen sie? Vielleicht am MMO, dass die Leute sich da auch Merch kaufen? Könnte sein. Uldur's Gate ging vom Markt. 3,6 Millionen hat's mich gekostet. Aber da war auch wirklich nicht mehr rauszuholen aus dem Spiel. Sehr gut. Wir machen weiter Engines. Wir pushen unsere Engines bis ans Limit. Surf and Turf 5 ist fertig, hat aber noch 500 Bucks. Und das ist kein Scherz gewesen mit den 500. Aber dafür hat man ja auch mindestens 7 Qualitätssicherungen, glaube ich. 20% hier noch. Ich hätte gern 7 Qualitätssicherungen. Kommt mal durch. Wir gucken einmal kurz auf die Finanzen, wie viel uns das denn gerade eingebracht hat. Der Fanshop. Schnell nachproduzieren. Und wir haben 6.600, immerhin. Ja, stark. Immerhin. Das heißt, die Mitarbeiter, die dort arbeiten, finanzieren sich selber. Wir brechen die Aufgabe ab und du bekommst jetzt nochmal einen Kurs in Grafikdesign. Mach dich auch nochmal ein bisschen besser hier drin. Es könnte sogar zu Weihnachten was werden. Wenn die Bugs jetzt schnell beseitigt werden. Ich
bin schon fast im Überlegen. Ja, das könnte was werden. Wisst ihr was? Obwohl, ach, das ist jetzt auch schon fast fertig. Dann mach doch bitte das noch erst fertig. Und dann unterstützen wir hier mit allen Qualitätsoffensiven, die wir haben. Bei dir gibt es die Qualitätsoffensive? Bei mir gibt es eine Qualitätsoffensive. Abrechnung. White Blue. Nice. 2,4 Millionen wieder verdient durch eine Engine. Sehr stark. Glückwunsch. Ich glaube, das mit den Engines machen lohnt sich dann doch am Ende des Tages. So. Mhm. Wie gesagt, wenn dann irgendwann die Zeit ist der großen MMOs und so weiter, Immobiliencrash. Das wäre jetzt der Moment, ne? Ich würde dir gern 12 Millionen geben, aber... Das wäre der Moment. Was kostet die Mitte? 51 Millionen. Aber du kannst einen Kredit aufnehmen. Ich könnte einen Kredit aufnehmen, aber das wird ja noch ein paar Monate sein und ich bringe gleich ein neues Spiel raus und generell habe ich noch 3 Spiele am Markt. Wow, ich habe doch noch 3. Das läuft so stark gerade bei dir. Und du hast es dir verdient. Ich gönne es dir. Ich gönne es mir auch, tatsächlich. Also... Ich akzeptiere diesen Preis und nehme ihn an. Wir haben noch 2 Spiele, die theoretisch kurz vor der Veröffentlichung stehen. Wir sind weitestgehend fertig mit den Engines. Wir können hier noch einiges rausholen. Das ist großartig. Und hier einmal abbrechen. Und auch ihr unterstützt jetzt. Volle Unterstützung, damit wir Star Trek, die Rache der Sith, Kreisel-Edition, damit die auch rauskommen kann. Ach, die gute alte Kreisel-Edition. Ja, das wollen wir doch sehen. Irgendwie muss man hier einen Spin-Off benennen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Kreisel-Edition. Und du schuldest mir ja nur noch 10 Millionen. Also 12. 12, ja. Also du kannst mir schon mal die erste geben. Die erste kannst du mir noch schon mal rüberreichen. Ja, die Bank hätte auch noch gern so 19 Millionen. Ja, trotzdem. Was ist schon eine Bank? Was ist schon eine Bank, wenn man Code Blue hat? So, hier machen wir weiter. Surf and Turf könnte wirklich jetzt rauskommen. Hat es denn noch Bugs? Ja, noch 80. Aber es könnte zu Weihnachten passen. Ja, noch 2-3 Wochen und dann wird's rausgebracht. Wird halt kein Banger. Also wird wahrscheinlich so eine 70er-Wertung haben, schätze ich mal. Okay, ich bin fertig. Star Trek, die Rache der Sith wird abgeschlossen. Wir vertreiben es selber. Okay, die aktuell geschätzte Bewertung zwischen 80 und 100. Es hat 22 Millionen Euro gekostet oder Dollar. Wir sagen selbst vertreiben. Wir sind arrogant und sagen, das Ganze wird teuer. Das ist ein teures Spiel, ein teures Vergnügen. Dafür gibt es auch Aufkleber. Die Deluxe Edition kriegt sogar noch einen Anstecker da drauf. Und die Collector's Edition... Wow. Oh, die hat schon alles. Gut. Die Collector's Edition wird einfach so teurer. Wir wollen veröffentlichen in 3 Wochen. Ja. Oder in 4. Nee, in 4. In 4 Wochen. Oh Mann. Entwickle ein Spin-Off. Die nächste... Herausforderung und hat eine 93er Bewertung bekommen. Wieso weißt du das schon? Weil ich gerade im besten Spiel in aller Zeiten bin und auf einmal auf Platz 5 was aufgetaucht ist. Och, die 93 mit einem Spin-Off. Stark. 5. Beste Spiel aller Zeiten. Weißt du, wie viel Prozent dir fehlen zu Platz 1? 1%, ja. Das reicht nicht. Das reicht uns nicht. So, wir produzieren das Spiel auch direkt mal. Die Frage ist, wie viel muss man jetzt dieses Spiel hier produzieren? 500.000 zum Beginn? Ja, du kannst aber mit 250.000 anfangen und automatisch nachproduzieren. Nee, ich muss ja sowieso, ich habe zu viele Spiele gleichzeitig. Ich muss sonst die ganze Zeit Micromanagement machen. Ach so. Das will ich nicht. Ja, 500.000 ist safe. Wird safe verkauft. So, und hier werden wir direkt die nächste Engine entwickeln. Wir haben ja eine Sport-Engine irgendwann mal gemacht, ohne auch nur ein Sportspiel entwickelt zu haben. Weil es einfach unbeliebt war zu dem Zeitpunkt.
Und jetzt momentan, ja, 63% ist in Ordnung. Aber das Surf and Turf, Geschicklichkeit, Plattformer auch gerade nicht im Trend. Wird Dragon auch noch ein bisschen dazu. Aber ist egal. Wird Dragon Quest ein gutes Spiel? Wir könnten nämlich da auch Richtung Überhype gehen. Wir schauen erstmal, was die Fans sagen bei der Beta. Ansonsten, so, ihr lauft, du läufst. Ihr unterstützt euch alle gegenseitig. Was bedeutet, dass ihr jetzt mit dem Bugfixing hier mal anfangen könnt? Alle zusammen. Du unterstützt hier. Okay. Kurz nochmal kontrollieren, dass auch alle jetzt gleich arbeiten. Dass hier nicht gefaulenzt wird. Und hier wird nicht gearbeitet. Hier wird offensichtlich gefaulenzt. Bei Dragon Quest 3. Deswegen polischen wir hier. Und dann kann ich weitermachen. Mhm. Ich denke, das wird eine spannende Weihnachtszeit. Auf jeden Fall. Wir werden auch gleich releasen. Welt der Kriegskunst hat jetzt mittlerweile 80.000 Abonnenten. Das bringt natürlich auch eine Menge Geld. Das monatlich. Keine Bugs mehr. Wir warten noch mal eine Woche. Und na, wir können noch mal ein bisschen warten, weil jetzt können wir mal die Beta rausgeben. Bei Surf and Turf 5 können wir sagen, einmal für die Presse. Damit es auch gut reviewed wird. Dann hauen wir eine Beta raus. Spezialmarketing Beta. Hinterher. Und dann hoffe ich, dass Surf and Turf ein bisschen Geld reinbringt. Ja. Also das mit dem Engines funktioniert super. Weitere 4,6 Millionen mit der Strategie-Software, beziehungsweise Engine. Großartig, großartig. Und das Spiel ist auf dem Markt. Sehe ich gerade. Die Kreisel-Edition startet auf der 2. Und bleibt auch auf der 2. Surf and Turf 5 wird selbst vertrieben. Oh Gott. Und wir nehmen hier mal die Standardeinstellung, weil wir wollen hier ordentlich Geld machen. Wir brauchen jetzt Geld. Wir sind jetzt nicht günstig, wir brauchen einfach Geld. Akzeptieren. Nächste Woche soll es in den Handel gehen, zur Weihnachtszeit. Und bekommt eine Bewertung von... Wow. 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 Surf and Turf könnte mich retten. Das wäre super. Wie groß war die Enttäuschung bei den Fans? Nein, wie gut war es denn? Ich gehe mal in die All-Time-Charts. Beste Spiel aller Zeiten. Ja, geh da mal rein. Wow! Okay. Momentan das beste Spiel aller Zeiten. Könnte sein, dass die User das anders sehen. Das ist stark. Aber ich hoffe natürlich jetzt, dass das jetzt reinscheppern wird. Ja, du musst natürlich auch nach User-Reviews noch suchen. Da bin ich nämlich noch auf der 1. Mit 95,7. Zusammen mit Welt der Kriegskunst natürlich. Ich könnte das natürlich auch. Für Wertungen. Stark. Ganz, 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 ganz stark. Und jetzt nächste Woche geht's schon in den Handel, ne? Ja. Passend zu den Awards. Ja, ganz passend jetzt, zu den Awards. Es geht jetzt in den Handel. Dann kommen die Rewards und dann könnte es nochmal einen Aufstieg geben. Hat mich jetzt auch 8 Millionen gekostet, das Spiel. Wir haben ja einen Kredit genommen. Wir haben ja einen Kredit genommen. Dann hat es sich gelohnt. Wow. Ich glaube, es hat sich gelohnt. Und wir sehen bei den Awards eindeutig und das zu Recht. Wie
Kreise-Edition. Star Trek, die Rache der Sith. Was für ein IP. Was für ein IP. Wie oft hat die schon abgeräumt? Beste Grafik, bester Soundtrack, Spiel des Jahres, selbst einmal Entwickler des Jahres ist auf Star Trek zurückzuführen. Und ich würde sagen, bald brauchen wir den Fanshop. Bald brauchen wir den Star Trek Fanshop.